So, jetzt ist es Samstagabend nach 10 Uhr und ich will ja nichts sagen, aber das ist der falsche Account. Ich habe noch zwei Quests zu bestehen, damit ich Merula zurückverwandle, aber hier steht, ich muss Merula aufhalten. Kann mal bitte jemand den richtigen Account laden? Dankeschön. Jetzt ist auch alles wieder richtig und wir haben noch 16 Stunden Zeit. Das heißt, heute Abend würde ich gerne noch die Aufgabe 3 machen. Ach, in der verwandeln wir Merula schon zurück und dann im Optimalfall morgen früh schnell noch Aufgabe 4 und dann haben wir das geschafft in der zeitlich begrenzten Zeit. Ja, schauen wir mal. Wir verwandeln mal schnell Merula jetzt zurück. Das dauert ja sicher nicht lange. Wir haben mit McGonagall ja eine Expertin am Start. Also, Merula, alles wird gut. Ismelda, kann sein, dass das Sphinx-Club geschlossen wird, aber Hauptsache Ismelda bekommt ihr schönes Antlitz wieder und ist nicht mehr dieser süße, kleine, putzige Knoddelmuff. Haben Sie Miss Knight mitgebracht? Ja, Professor McGonagall, das da unten, das ist Miss Knight. Meine Güte! Ist es zu spät, um Merula zu helfen? Wird sie für immer ein Knuddelmuff bleiben? Also es wäre jetzt nicht wirklich schlimm, aber Merula könnte ein bisschen sauer werden. Was? Nein! Ich wollte nur anmerken, wie unglaublich niedlich Miss Knight jetzt ist. Das ist nicht nur Ihnen aufgefallen. Also ich würde sie ja echt so lassen, aber ja. Ja. Ganz ruhig, Miss Knight. Bald bekommen Sie Ihre menschliche Form zurück. Kann ich irgendetwas tun, um Ihnen zu helfen? Treten Sie zurück. Ich werde Ihre Verwandlung umkehren. Und? 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 Fertig. Quest abgeschlossen, oder? Endlich! Du bist bestimmt froh, deine menschliche Form zurückzuhaben, oder nicht? Ich bin nur froh, dass diese Geschichte vorüber ist. Aber wir haben noch zwei Quests, Aufgaben in der Quest. Nicht ganz, Miss Knight. Sie haben sich trotz meiner ausdrücklichen Warnung selbst verwandelt. Ich hatte Ihnen angedroht, dass ich in diesem Fall den Sphinx Club auflösen würde. Sie werden den Sphinx Club doch nicht auflösen, oder? Ihre Handlungen müssen Konsequenzen haben. Bitte, Professor, geben Sie uns eine Chance, Sie zu überreden, unseren Club nicht aufzulösen. Experimente mit verbotenen Zaubern sind ein Vergehen, über das ich nicht hinwegsehen kann. Ich werde Ihnen jedoch erlauben, sich zu erklären, bevor ich eine Strafe verkünde. Wir können Sie bestimmt überreden, den Sphinx Club zu retten. 5 Sterne. Die anderen Clubmitglieder haben sich nicht an Miss Knights Regelverstoß beteiligt? Wir wissen jetzt genau, warum Selbstverwandlung gefährlich ist und es hat sich keiner der anderen beteiligt. Es war nur Merula, sie kann nicht aus dem Club geschmissen werden. War Miss Knight wirklich die einzige Person, die bei dieser Aktion verwandelt wurde? Ich glaube schon. Hab jetzt niemand anderen gesehen. Andere Schüler, die diese Regeln gebrochen haben, mussten wochenlang nachsitzen. Ja, das kann Merula meinetwegen machen, da habe ich jetzt kein Problem mit. Es erscheint mir jetzt wirklich nicht fair, den gesamten Sphinx Club zu bestrafen. Es war nur Merula. Niemand anderes sonst. Ich bin mir sicher, dass wir alle unsere Lektion gelernt haben, Professor McGonagall, und es war nur Merula. Ein Großteil des Sphinx-Clubs wollte nicht mal, dass Merula das macht, aber Merula hat es gemacht. Wir wissen jetzt ganz genau, warum Selbstverwandlung so gefährlich ist. Ich kann es nur immer und immer wieder wiederholen. Ich bin dem Sphinx-Club auch nur beigetreten, um Magie für Fortgeschrittenes zu lernen. Ohne den Sphinx-Club bin ich nicht mehr die mächtigste Hexe in Hogwarts. Ich muss hier bleiben im Sphinx-Club.
Die Zeit als Firma war doch stressig genug, Professor, oder? So, Dille, das wäre geschafft. Ich weiß, dass Merula die Regeln verletzt hat, aber bitte lösen Sie den Zwingclub nicht auf. Ismelda wäre sowas von traurig, das glauben Sie nicht. Vielleicht sollte ich für Miss Knights Unüberlegtheit eine weniger harte Strafe verhängen. Welche Strafe wäre angemessen? Nun, Merula hat die Schulregeln gebrochen, sie sollte nachsitzen müssen. In der Tat, Miss Knight, melden Sie sich heute Abend in der Küche. Wenn Sie Ihre Zeit abgesessen haben, werde ich die Sache als erledigt betrachten. Ach, das hätte wohl schlimmer kommen können. Wenn Sie jedoch noch einmal versuchen, sich selbst zu verwandeln, werde ich nicht mehr so nachsichtig sein. Das werden wir nicht tun, stimmt's, Mirula? Definitiv nicht. Gut, und jetzt sollten Sie in den Sphinx-Clubraum zurückkehren. Sie haben bestimmt noch mehr zu lernen. Los, Mirula, lass uns in den Sphinx-Clubraum zurückkehren. Wir treffen uns dort. Ich muss zuerst noch etwas erledigen.